Wir haben Samstag, den 21.03., Tag 1 der Ausgangsbeschränkungen in Bayern und ich denke, weitere Bundesländer werden folgen. Um diese Ausgangsbeschränkung bin ich extrem dankbar, weil wir dürfen jetzt nicht mehr nur auf uns selber schauen, sondern wir müssen gucken, dass wir gemeinsam aus dieser Talsohle, aus diesem Tief gestärkt rauskommen. Mein Mitgefühl in diesen Tagen ist bei den Opfern, bei den Angehörigen der Opfer in Italien, in Frankreich, ist es wirklich extrem schlimm mit anzusehen. Und vielen Dank an alle Ärzte, an das Pflegepersonal, die für uns da sind, auch natürlich in Deutschland, auch die Opfer in Deutschland und deren Angehörigen. Man kann gar nicht aussprechen, wie hoch das Leid derzeit ist. Die Hiobsbotschaften der letzten Wochen haben uns natürlich alle extrem gelähmt. Aber ich mache mir seit Tagen Gedanken, wie ich mit meiner Family, mit meinem Umfeld, mit meinem Geschäft als DJ aus dieser Talsohle, aus dem Corona-Loch wieder rauskommen kann. Ich bin im Oktober letzten Jahres 40 Jahre alt geworden, bin nun 8 Jahre selbstständig, war vorher in Musikschulen angestellt und habe in Bands als freischaffender Künstler mein Geld verdient. Was diese letzten Jahre und ich würde mal sagen die letzten 25 Jahre, 20 Jahre mich gelehrt haben, ist, dass aus jedem Rückschlag und egal wie tief der Rückschlag ist, wie fies einem das Leben spielt, dass wenn man sich dem Ganzen stellt und einfach durchmarschiert, einfach versucht, mit erhobenen Hauptes durchzugehen, dass jedes Tief ein Hoch mit sich bringt. Und dieses Hoch ist höher als alles, was vorher da war. Die Lebensfreude, die danach entsteht, der Erfolg, den man danach hat, in einer Beziehung, wie die Beziehung danach zusammengeschweißt wurde, wenn man zusammen durchgegangen ist. Und ich denke, dass wenn wir jetzt alle zusammenhalten und jeder für sich guckt, dass er sein Ding so gut wie möglich durchzieht, dass man so umso besser wird in der Zeit, die uns jetzt geschenkt wird, desto größer wird das sein, was uns nach dem Corona-Loch erwarten wird. Ich habe in den letzten Tagen ein paar Entscheidungen gefällt, die ich euch mitteilen will. Vielleicht fühlt sich ja der eine oder andere inspiriert, da mitzumachen oder für sich abgewandelt eine andere Form zu finden. Weil ich denke, dass wenn ich mich nicht ändere, kann ich auch keine Veränderung in der Welt erwarten. Wenn ich mich nicht versuche zu verbessern in allen möglichen Lebenslagen, wird es auch in keiner Lebenslage eine bessere Situation für mich geben und somit auch nicht für mein Umfeld. Ich fange mal mit der wahrscheinlich nervigsten Maßnahme an. In unserem Darm sitzt unser Immunsystem und das Schädlichste oder einer der schädlichsten Stoffe, die wir unserem Darm antun können, ist Zucker. Und wer mir nicht glaubt, dass Zucker eine Droge ist, soll bitte hier oben nachsehen. Und da spreche ich nicht nur von Süßigkeiten, sondern da spreche ich von Fertiggerichten, da spreche ich von Alkohol und so weiter. Und ich werde Alkohol komplett streichen in diesen Tagen. Ich werde Süßigkeiten komplett streichen und den Zuckerkonsum, soweit es geht, komplett einschränken. Punkt Nummer 2, Sport. Die Fitnessstudios haben geschlossen und ich für mich selber habe entschlossen, dass ich jeden Morgen, soweit ich kann, wenn der Muskelkater zu krass ist, muss man natürlich Pause machen, macht ja auch keinen Sinn, da ständig drauf zu ballern auf den Muskelkater. Ein Workout, wer da ein bisschen Inspiration braucht, kann mir gerne auf Instagram folgen. Ich versuche jeden Morgen dieses Workout zu posten. Es ist komplett ohne Gewichte, es ist nur Körpergewicht und Ausdauertraining. Also wenn ihr da Bock habt, kommt auf meinen Instagram-Channel und lasst euch da sportlich inspirieren. Punkt Nummer 3, Family und Umfeld. Wer Liebe gibt, wird Liebe ernten, so blöd klingt. Und ich versuche noch mehr für meine Familie da zu sein. Ich versuche noch mehr für mein Kind da zu sein. Wir haben gewisse Rituale, dass ich mit ihm im Wagen laufen gehe, soweit ich kann, jeden Morgen. Also wenn der
Muskelkater nicht so krass ist, dass wir jeden Abend 2, 3, 4 Mal den Berglein runter Fahrrad fahren üben. Ich habe bereits bei meinen älteren Nachbarn geklingelt, falls sie mich brauchen für den Einkauf, meine Karte weitergegeben, dass sie mich anrufen können. Ich glaube, dass wenn wir jetzt für andere da sind, natürlich insoweit eingeschränkt, dass wir keinen direkten Kontakt haben dürfen, werden wir daraus auch viel, viel Freunde gewinnen und werden unsere Kinder an uns geschweißt, wird unser Partner an uns geschweißt. Haben wir vorgenommen, meine Family, mein Bruder, meine Eltern regelmäßig anzurufen, vielleicht einen Videochat zu machen. Ich denke, das ist es in diesen Tagen extrem wichtig. Beruf, Geschäft, Selbstständigkeit, Business, Punkt Nummer 4. Ich bin in der Veranstaltungsbranche tätig, ich bin DJ. Das Messe- und Businesskundengeschäft ist Mitte Februar komplett eingebrochen. Es findet nichts mehr statt. Jetzt ist sowieso komplett Schicht. Und viele Zulieferer, also Caterer, Veranstaltungstechnikfirmen, sind wahrscheinlich jetzt am Ende ihrer Kapazität. Ich hoffe auf staatliche Förderung, ich hoffe auf Zuschüsse. Bitte haltet durch, wir brauchen euch danach wieder, es muss danach weitergehen. Ich für meinen Teil versuche, den Shutdown super gut zu nutzen und versuche Sachen, die sonst liegen geblieben sind, jetzt aufzuholen. Zum einen natürlich, dass ich ein besserer DJ werde, dass ich übe, dass ich mehr Musik höre, dass ich mir die Auszeiten nehme zum Musik hören, dass ich ein besserer Videograf werde. Ich hoffe, ihr merkt es an der Ton- und Bildqualität dieses Videos, dass ich versuche, da nach vorne zu kommen. Dann versuche ich, Englisch zu lernen. Irgendwann muss ich den Channel wahrscheinlich auf Englisch umstellen müssen, um voranzukommen. Dass ich versuche, SEO besser zu checken, dass ich versuche, YouTube besser zu checken, dass ich versuche, das Geschäft, was ich führe, im Allgemeinen besser zu kapieren, weil es extrem viele Punkte gibt, die noch aufzuholen gibt, unternehmerisch. Auf was ich raus will, ist, wir müssen zusammenhalten, wir müssen gemeinsam stark sein, wir müssen gucken, dass wir in diesem Loch jetzt besser werden, damit wir rauskommen und gestärkt sind, damit wir noch gesünder sind, damit wir noch fitter sind, damit es danach wirklich steil bergauf gehen kann. Kündigt Netflix, schaut super Dokumentationen auf YouTube, macht das, was euch eure Lehrer via E-Mail schicken, räumt euer Geschäft auf, versucht auf Social Media Gas zu geben. Krisenzeiten sind Gewinnerzeiten und wenn wir jetzt Gas geben, könnte das Wirtschaftswunder 2.0 eintreten in der zweiten Hälfte diesen Jahres.